Ich begrüße euch zu diesem Video über den Einstein-de-Haas-Effekt. Dieser wurde 1915 von Albert Einstein und Wanda Johannes de Haas entdeckt und er zeigt, dass sich der Elektronenspin wie ein Drehimpuls verhält und er ermöglicht die Messung des Landé-Faktors. Was das ist, das zeigen wir alles. Beginnen wir unsere Geschichte aber mal weiter am Anfang, wenn man von einem Anfang überhaupt sprechen kann. Und wir beginnen beim Bohrschen Atommodell. Bohr hat ausgesagt, dass sich Elektronen auf einer Kreisbahn um den Atomkern bewegen. Hier haben wir jetzt schon mal eine Kreisbahn, jetzt fehlt nur noch das Elektron. So, zack. Wenn sich dieses Elektron auf dieser Kreisbahn hier bewegt, dann erzeugt das natürlich einen Kreisstrom und überall, wo es einen Strom gibt, gibt es ein magnetisches Moment und das ist in diesem Fall nach unten gerichtet. Es wird mit μ abgekürzt, bekommt einen Pfeil, weil es ja eine gerichtete Größe ist. So. Jetzt ist es so, da sich ja unser Elektron auf einer Kreisbahn bewegt, bekommt es auch einen Drehimpuls und der zeigt in dem Fall nach oben und wird mit L abgekürzt. Und jetzt haben wir einen Zusammenhang zwischen magnetischem Moment und Drehimpuls. Und man kann das auch mathematisch beschreiben und dafür braucht man dann diesen Landé-Faktor. Das ist dann das gyromagnetische Verhältnis, in dem diese beiden stehen. Der Landé-Faktor bezieht sich aber eigentlich nur auf das Elektron, denn wenn wir so einen Atomkern dazu, denn laut Bohr gibt es ja nur gewisse Bahnen, auf denen sich das Elektron bewegen darf und die kleinste Bahn hat natürlich dann auch die kleinste Energie. Das Elektron, wenn es sich bewegt, strahlt nicht, zumindest also wenn es sich auf so einer Bahn hier bewegt, es strahlt nur Energie ab, wenn es auf eine höhere Schale springt oder mehr Energie bekommt. Und jetzt hat man Experimente gemacht, man hat Atome in ein Magnetfeld gesetzt. So. Und dann hat man versucht, was Magnetfeld an, aus und überhaupt. Und dann gab es immer, haben die Atome abgestrahlt. Und dann müsste man ja eigentlich genau diese Energien feststellen, die es erlauben, dem Elektron von Bahn zu springen. Man hat aber noch Zwischenstufen entdeckt. Und diese Zwischenstufen konnte man sich nicht erklären. Erst dadurch, wenn man gesagt hat, okay, gut, ein Teil der Energie wird auch im Magnetfeld vorhanden sein. Das heißt, wenn das Magnetfeld erst noch ausgerichtet werden muss, man kann sich das vorstellen wie so kleine Kompassnadeln. Und um diese Kompassnadeln zu bewegen, wird ja auch Energie benötigt. Das hat man alles gemacht. Und dann hat man festgestellt, dass es immer noch nicht reicht für die Beschreibung. Man hat etwas einführen müssen, und zwar, dass auch dieses Elektron hier nochmal einen eigenen Spin bekommt, also einen eigenen Drehimpuls. Und da spricht man dann von Spin. Wenn es einen eigenen Drehimpuls hat, dann bekommt es natürlich auch ein eigenes magnetisches Moment. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir verstehen können, was Einstein und de Haas hier gemacht haben. Und der Versuchsaufbau ist wirklich komplett simpel. Man muss es nur sehr genau messen alles, sonst könnte jeder das eigentlich auch zu Hause versuchen. Wir brauchen nur einen ferromagnetischen Zylinder. Und diesen Zylinder hängen wir an eine Schnur. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Magnetfeld. Ich sollte bei meinem Blau hier bleiben. Machen wir das Ganze mal so. Also das Magnetfeld zeigt nach unten. Der ganze Zylinder wird natürlich auch von diesem Magnetfeld durchstrahlt. Und wenn wir jetzt unsere kleinen Elektronen hier reinsetzen, so, dann richtet sich von diesen Elektronen das magnetische Moment natürlich auch nach unten aus. Die zeigen alle nach unten, weil vorher sind sie ungeordnet, zeigen in irgendeine Richtung und der Drehimpuls, der ist null, weil sich das Teilchen oder dieser Zylinder ja nicht dreht. Und wenn sich alle nach unten richten, dann ist es so, dass alle Drehimpulse von diesen Elektronen, alle Spins zeigen nach oben und dadurch bekommt ja das Ganze eine Richtung. Das heißt, es dreht sich jetzt alles, die ganzen Elektronen drehen sich sozusagen jetzt rechts herum. Und da zu Beginn des Experiments der Drehimpuls 0 war und aufgrund des Drehimpulserhaltungssatzes, muss sich jetzt unser Zylinder links herum drehen. Und genau das kann man tatsächlich beobachten. Das haben Einstein und de Haas gezeigt, dass das so funktioniert. Und damit war gezeigt, dass es tatsächlich einen Elektronenspin gibt, der sich wie ein richtiger Drehimpuls verhält, weil ansonsten ist es mit diesen quantenmechanischen Eigenschaften immer sehr schwierig, diese auf den Alltag zu übertragen.
Und damit ist, glaube ich, unser schönes Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Es hat euch vor allem etwas gebracht. Wenn es so war, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Macht mir Vorschläge, was ihr noch für Themen erklärt haben möchtet. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.